TH Barbecue mit Herzglut grillen. Jetzt geht's los. Ich mache heute Hot Peanut Butter Chicken Wings. Und dafür brauche ich die folgenden leckeren Zutaten. Es geht hier mal los mit den Chicken Wings. Weiterhin vorbereitet habe ich Fleur de Sel, Pfeffer und Frankie's Red Hot Sauce. Tja, die Chicken Wings, die werden ordentlich gesalzen und gepfeffert und bekommen danach noch eine schöne Portion von Frankie's Hot Sauce verpasst. Und da dürfen die jetzt erstmal ja, so ein Stündchen drin marinieren. Das könntet ihr auch schon am Vortag machen. Ich habe sie jetzt hier ein bisschen durchgeknetet und dann eben ein Stündchen gekühlt stehen lassen. Und dann sind sie auch schon fertig. Ich schnapp mir die Schüssel und mache am Monolith Icon weiter. Ihr seht, ich habe die Tropfschale unter meinen Grillrost gestellt. Sonst wäre der Deflektorstein relativ schnell relativ dreckig. Und hier kommen jetzt die Chicken Wings auf den vorgeheizten Grill. Der Monolith Icon hat jetzt ungefähr 150 bis 180 Grad am Start und das ist genau richtig für unsere Chicken Wings, um sie so ein Dreiviertelstündchen erst einmal schön knusprig werden zu lassen. In der Zwischenzeit werde ich mich hier um die Soße kümmern und zwar habe ich hier Peanut Butter, also Erdnussbutter, etwas passierte Tomaten, ein Brombeergelee, selbst gemacht, könnt ihr auch kaufen. Dann geht's weiter mit nochmal Fleur de Sel, nochmal Frankie's Red Hot Sauce, jawohl, ich mag sie einfach sehr gerne, und Pfeffer. Ich beginne mit den passierten Tomaten, die kommen hier in meinen Topf und dann leere ich einfach alle übrigen Zutaten erst einmal mit dazu. Sprich, hier kommt die Peanut Butter, das war jetzt so eine crunchy Variante, könnt ihr auch die feine nehmen, was ihr lieber mögt, auch beim der Marmelade seid ihr im Prinzip frei. Ne? Also ich habe jetzt hier Brombeergelee, Salz, Pfeffer genommen und natürlich zum Abschluss eine Dosis Hot Sauce, die ihr vertragt. Ich mag es gerne hot, von daher kam ein ordentlicher Sprutz rein. So, Löffel mit Herz ist am Start und jetzt wird das Ganze verrührt. Im kalten Zustand löst sich das natürlich noch nicht so optimal, vor allen Dingen nicht die Erdnussbutter. Aber kommt Hitze, wird das Ganze schön geschmeidig. Ihr seht, wenn das so zart vor sich hin blubbert, dann sind wir genau auf dem richtigen Weg und ich mag es einfach, diese Soße so im warmen Zustand hier auf unsere Chicken Wings aufzutragen. So, ein Chicken Wing muss ich allerdings vorher fachmännisch vom Grill entfernen, weil mein Sohn Jona wollte gern eins ohne Soße. Von daher haben wir jetzt hier eins weniger und dann geht's los. Und die Burschen werden bepinselt. Also einfach mit der Peanut Butter Hot Sauce Mischung hier schön großzügig bepinseln. Und ich mag das, wenn so ein, zwei, drei Stückchen ganze Erdnüsse da so mit dran kleben. Wenn ihr das nicht mögt, dann kauft ihr euch die feine Erdnusscreme. Das passt dann auch. So, hier nochmal in Großaufnahme. Eigentlich sind die Chicken Wings jetzt schon genussfertig. Also wenn ihr so richtig schön knusprige, scharfe Chicken Wings essen möchtet, dann macht ihr das in diesem Zustand. Und wenn ihr sie so richtig schön sticky, klebrig und scharf haben wollt, dann macht ihr so weiter wie ich in dem Fall mit der Soße. So, jetzt ist dann aber auch gleich genug gepinselt. Da hinten haben wir noch einen vergessen und dann dürfen die so 10 bis 15 Minuten bei 180 Grad noch mal ein bisschen antrocknen, dass die Soße also schön anzieht und nicht mehr so flüssig ist. Und nach besagten Viertelstündchen drehen wir die Burschen dann noch einmal um, weil wir haben ja erst auf einer Seite gepinselt und ihr seht, ja, die kleben so ein bisschen an, aber kriegt man alles hin. Also hier die Chicken Wings einfach vorsichtig auf die noch nicht geglaste Seite, beziehungsweise auf die geglaste Seite legen, damit eben die andere Seite bepinselt werden kann. Wenn euch das bis jetzt hier gefallen hat, lasst gerne schon mal einen Daumen nach oben da und vielleicht entscheidet ihr euch sogar für ein Abo von diesem Kanal. Mich würde es freuen. Gut, heute wird viel gepinselt, ich kürze das an der Stelle ab. Und jetzt sind unsere Chicken Wings auch schon fertig und können runter vom Grill.
Das war mein Video zu den Hot Peanut Butter Chicken Wings. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, schreibt mir einen freundlichen Kommentar. Und solltet ihr TH Barbecue noch nicht abonniert haben, dann könnt ihr das jetzt gerne nachholen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.